Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Ich wollte schon DS Atraken sagen. Dragon Age Origins. Wir werden heute reisen. Aus Lotharing raus erstmal. Varelden. Es fällt mir so schwer, mir vorzustellen, dass das wirklich dieselbe Welt ist wie in Inquisition. Es fühlt sich so anders an. Lager der Gruppe. Oh, was mache ich denn beim Lager der Gruppe? Ganzbericht des Brasilienwaldes. Was hatte ich denn da vor? Lager des Kalenherzsees. Wir sollen auf jeden Fall. Da ist Redcliffe. Das liegt ein bisschen woanders als in Inquisition, oder? Die Hinterlande, da müsste es doch weiter nordöstlich eigentlich liegen. Nicht direkt am Frostgipfelgebirge. Wo will ich denn hin? Zum Sulcher Pass wollte ich, glaube ich. Aus welchem Grund auch immer, aber es leuchtet so. Also würde ich dann mal hingehen. Ah, da geht's nach Orlais und da komme ich noch gar nicht hin. Kann ich denn überhaupt hinreisen? Kann gar nicht reisen. Muss ich dafür hier erstmal in die offene Welt gehen, weil eigentlich von mir hier ja fertig. Muss tatsächlich auch erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Müßiggang ist Zeitverschwendung. Machen wir weiter. Genau, ich habe auch mir vorgenommen, ich muss ein bisschen mehr Willenskraft pushen. Damit ich noch genug Mana auch neben den anhaltenden Haben gehört, Effekten was man habe. sich erzählt. Ihr seid ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen. Es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Feinde nähern sich! Mal sehen, wie es denn so im Kampf sich verhält. Wird erledigt. Wie ihr wünscht. Natürlich. Gut. Fangen wir an. Wie meine Mannschaft einfach den Rest allein gekillt hat. Okay. Bei mich konnte es denn jetzt auch nicht wirklich schützen. Was jetzt? Ich habe da einen Effekt. Wahrscheinlich auch von Stan. Irgendein Horn. Wahrscheinlich Kunari-Kriegshorn oder sowas. Webcam hatte ich nur aus wegen der Cutscene. Ein Erzdämon. Yay!
Schöne Träume. Böse Träume, was? Alles wirkte so real. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon, ist das der Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja, das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Ich würde dir lieber das fragen. Außer, dass ihr jung sterben werdet und die Verderbnis alleine besiegen müsst? Nein, sonst gibt's keine Überraschungen. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Mitten in der Nacht. Lass mich ran, das ist unser Lager, wo ich mit allen reden kann. James? Ach, du mieses kleines... Hey! Was ist? Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur! Das war nur eine Warnung. Er hätte euch die Hand abreißen können. Gute Junge, erteilt dem dummen Alice seine Lektion. Böse, und das macht man nicht. Das ist halt ein Kriegshund. Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Das wird mir eine Lehre sein. Na, du siehst ja. Ich habe einst eine sehr alte Legende über die Hundekrieger gehört. Zur Zeit der alten Stämme sollen sie ihre Mabari mit dem Fleisch der Gefallenen gefüttert haben. Nun, das hat man mir zumindest erzählt. Manchmal soll es sogar Menschenfleisch gewesen sein. Ach komm, als würdest du den Unterschied erkennen. Woher weißt du denn, dass du nicht schon einmal mit so etwas oder so jemandem gefüttert wurdest? Auf meinem Hund Angst zu machen, Alistair. Was soll denn das? Ich würde dich niemals mit Menschenfleisch füttern. Wenn er es frisst, wäre es aber kein Kannibalismus. Was hat er nun mit meinem Hund? Und jedes Mal, wenn ich zum Hund gehe, kommt Alice da um die Ecke. Uah. Seht nur, was euer Köter in meinem Gepäck hinterlassen hat. Was denn? Ein verrotteter, halb zerfressener Hase ist nicht unbedingt das, was eine Frau in ihrer Unterwäsche finden möchte. Es ist ein Zeichen der Liebe. Dieser dreckige Köter kann ihn zurückhaben. Hier! Und sagt ihm, er soll das nicht nochmal machen. Zu spät. Ich will es nicht, du nutzloser Flohteppich. Sei nicht so hart, Mann. Wieso hassen alle meinen Hund? Er versucht nur, uns zu manipulieren. Glaubt mir, ich mache es genauso. Mein Name ist Hundi, warum hasst ihn denn jeder? Ich dachte, ich kann ein bisschen kuschelige Zeit mit ihm verbringen. Aber ich glaube, ich würde mir auch überlegen müssen, mit wem ich überhaupt eine Beziehung eingehen will. Ich weiß nicht, bisher habe ich keinen gefunden von denen, die hier sind.
Das hat Inquisition irgendwie auch so voraus. Die Charaktere sind einfach irgendwie sympathischer. Was benötigt ihr? Wozu? Sagte ich das? In Wahrheit waren es Hunde. Riesige, sabbernde Hunde aus Anderfels. Ein ganzes Rudel von ihnen. Nun, wenn ihr so penibel auf die Tatsachen achten wollt, bitte, ja, stimmt. Mal sehen, wie erkläre ich das? Ich bin ein Bastard. Und spart euch die Sprüche, ich meine damit, ich habe keinen Vater. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war. Al-Eamon war nicht mein Vater, aber er hat mich aufgenommen und mir ein Dach über dem Kopf gegeben. Er war gut zu mir, obwohl er es nicht musste. Ich respektiere ihn und verüble es ihm nicht, dass er mich in die Kirche schickte, sobald ich alt genug war. Al-Eamon heiratete später eine junge Frau aus Orlais, was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Arlessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre. Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Al war das egal, aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Arlessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Naja, meine Anwesenheit hat sie verängstigt. Das ist mir heute klar. Ich kann es ihr nicht verübeln. Sie hat sich bestimmt gefragt, ob die Gerüchte nicht doch wahr sind. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Und wurde von Hunden aufgezogen. Zumindest habe ich mich so aufgeführt. Oder vielleicht benehmen sich alle jungen Bastarde so. Ich weiß nur, dass der Aal ein guter Mann ist und dass das Volk ihn liebt. Außerdem war er König Kaelens Onkel. Er müsste ein Interesse daran haben, Loghain zu bestrafen. Wie auch immer, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ah, immerhin plus 3. Ich habe ein bisschen was über Alistair erfahren. Ja? Nun, ich bin hier. Was soll das heißen, jemand wie ich? Glaubt ihr, ich wäre als Klosterschwester geboren worden? Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen, zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orlais. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun, auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Lasst uns weitergehen. Sie will da gar nicht drüber reden, was bei ihr so los ist. Ja? Nun, ich bin hier. Ruhig. Wirklich sehr geeignet zur Kontemplation. Im Kloster, abseits der Hektik und Unruhe der Stadt, habe ich Frieden gefunden. Und in dieser Stille konnte ich den Erbauer hören. Aber es war nicht perfekt. Einige meiner Kirchengeschwister waren ziemlich herablassend.
Aber vermutlich sind religiöse Menschen einfach so. Ach, Mann, Liliana, was ist nun mit dir passiert? Ich finde sie halt sehr viel sympathischer in Inquisition. Als ich über meine Überzeugung sprach, dass der Erbauer selbst in der Schönheit der Welt zutage tritt, erntete ich von ihnen nur Verachtung. Sie wollen glauben, dass er fort ist. Denn wenn sein Blick dann auf sie fällt, können sie sich mit Fug und Recht als Auserwählte bezeichnen. Er kann ja schließlich nicht alle lieben. Kranke und Schwache, Bettler und Narren. Ihre Augen sehen so alt aus. Also in Inquisition sieht sie jünger aus, obwohl das später spielt. Was konnte ich sagen? Sie glauben an das, was die Kirche ihnen vorschreibt. Und die Kirche ist unfehlbar. Vielleicht irre ich mich, aber der Erbauer entscheidet, ob ich seiner würdig bin. Nicht die Menschen, nicht die Kirche. Aber auf uns wartet Arbeit und ich habe erst mal genug geredet. Okay, bei Liliana schaffe ich es irgendwie nicht, Pluspunkte zu machen. Ja? Wieso hast du so spitze Ohren und hast keine Hörner? Wie ihr sehen konntet, habe ich darin gesessen. Nein, muss ich nicht. Aber ich möchte es. Das habe ich schon. Paschera, möchtet ihr sonst noch etwas? Gut, sprecht. Dann schlage ich vor, dass wir weiter... Das überrascht mich nicht. Um eine Frage zu beantworten. Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Er ist derjenige, der die Antam befehligt. Die Gesellschaft der Kunari. Ah, jetzt habe ich hier tatsächlich die Frage beantwortet bekommen, die ich im Inquisition gestellt habe. Ich glaube, vor 2 Tagen oder so. Da ging es nämlich in einem Gespräch zwischen Beric und dem Bullen um den Arishok. Und ich habe mich echt gefragt, was das sein soll. Einen Teil davon. Warum interessiert ihr euch dafür? Ganz genau. Ihr hinterfragt sie nicht. Ebenso wenig wie ich. Der Arishok sendet mich aus und ich gehe. Einen Teil davon. Wart ihr nicht in Ostagar, als die Armee vernichtet wurde? Da habt ihr eure Antwort. Doch. Nie. Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Das spielt jetzt keine Rolle. Werden wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Wie ihr wünscht. Was? Das? Ich dachte, bei ihm habe ich es voll verhauen. Aber +4, okay. Aber Liliana ist sehr zurückhaltend. Mit Alistair habe ich geredet. Wo ist denn Morrigan? Dem Hund habe ich es mir verdorben. Und Morrigan kocht ja ihr eigenes Süppchen oder was? Wieder mal typisch. Was wollt ihr von mir? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Na. Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss... Ich wurde nicht so geboren. Es ist eine Fähigkeit von Flemeth,
die sie sich über viele Jahre in der Wildnis angeeignet hat. Die Chasend erzählen sich von uns Hexen, dass wir die Form anderer Wesen annehmen, um sie versteckt zu beobachten. Wenn ein Kind allein ist, von seinem Stamm getrennt, dann schlagen wir zu. Verschleppen den schreienden und zappelnden Jungen, um ihn dann zu verspeisen. Eine höchst amüsante Legende. Ihre Gestalt wandeln mit Sicherheit. Über das Verspeisen von Kindern weiß ich nichts. In meiner Anwesenheit kam das nie vor, aber im Vergleich zu ihr bin ich ja auch noch sehr jung. Warum fragt ihr? Wollt ihr etwas Spezielles wissen? Jeder, dessen Wille stark genug ist. Aber die Verwandlung ist ein magischer Akt, also ein Zauber. Daher kann ihn nur ein Magier wirken. Ihr könntet die nötigen Zauber durchaus erlernen, wenn ich sie euch beibringe. Das wiederum klingt echt interessant. Vielleicht könnte sie da mal nützlich sein. In manchen Nächten hat mich die Wildnis zu sich gerufen. Das ist wohl wahr. Man betrachtet die Welt um sich herum und denkt, alles sei vertraut. Aber ich habe sie als Wolf gerochen und als Katze gehört, bin durch Schatten geschlichen, von deren Existenz ihr nicht einmal zu träumen wagt. Aber ich lebe als Mensch und unterliege keinerlei gegenteiligen Illusionen. Sie scheuen nicht zurück. Ich glaube, sie nehmen mich als eine der ihren wahr. Was sie denken, weiß ich allerdings nicht. Denn so wie ich in jeder Form Mensch bleibe, bleiben sie Tiere. Darum können sie nicht sprechen, selbst wenn ich sie fragen würde. Die Gestalt eines Tieres unterscheidet sich von der meinen. Man muss die Kreatur studieren, wie sie sich bewegt, wie sie denkt. Mit der Zeit kann ich dann zu der Kreatur werden. Aber von einem Menschen lerne ich nichts. Er ist schon so wie ich. Die Antwort lautet also nein. Meine menschliche Gestalt ist die einzige, zu der ich fähig bin. Du kannst von anderen Menschen nichts lernen, aber sie sehen doch nicht aus wie du alle und sie bewegen sich nicht alle wie du und... Das ist halt so seltsam. Nicht jeder Mensch ist wie der andere Mensch. Alle Menschen sind unterschiedlich. Nicht? In entfernteren Ländern ist so etwas durchaus bekannt. Es gibt magische Traditionen außerhalb des Zirkels der Magie, egal was diese Magier euch glauben machen wollen. Manche dieser Traditionen sind sehr alt und wurden als Geheimwissen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Eiferer der Kirche würden die Bewahrer solcher Magie ausrotten, wenn sie könnten. Aber zum Glück gibt es noch welche, darunter auch meine Mutter. Ich habe halt das Gefühl, sie wäre so viel lieber ein Tier als ein Mensch. Ich bin schockiert, dass ihr so denkt. Wart ihr doch eine Magierin des Zirkels. Aber vielleicht fühltet ihr euch ja wie ein Vogel im Käfig, gefangen in dem großen dunklen Turm. Dachte ich mir. Wirklich? Habt ihr denn noch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten? Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Eine sehr pragmatische Meinung. Von einem Mann habe ich so etwas noch nie gehört. Aber genug davon. Lasst uns gehen, bevor wir noch Staub ansetzen. Ich bin kein Mann. Oder wie meinte sie die letzte Aussage jetzt? Und so einem Mann habe ich sowas schön noch nie gehört. Schön, euch zu sehen, meine Retterin in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Diensten. Ich habe euer Lager gesehen und dachte mir, wo könnte man den Abend sicherer verbringen als im Lager eines grauen Wächters? Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Also das Gesicht seines Sohnes könnte auch ein Emote sein. Richtig dumm guckendes Emote. A
alles Mögliche, aber nur von höchster Qualität. Bei mir findet ihr keinen billigen Tant. Und mein kleiner Sandel hat zufällig ein Händchen für Verzauberung, das kann ich euch sagen. Das macht uns leider auch zum Ziel für Banditen und ähnliches Gesindel. Wenn es noch jemanden gäbe, den man als Wache anheuern könnte, hätte ich es schon lange getan. Wartet, ein Zwerg, der verzaubern kann? Ich dachte, Zwerge können keine Magie ausüben. Oder macht er das dann nur mit Runen? Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Wann kann ich denn eigentlich Geschenke machen und wie? Das ist so schön. Erhöht finanzielle Gewinne. Nicht so meins. Feuerschaden, Magie. Ja, lassen wir mal. Rundumschläge auf jeden Fall mitnehmen. Verletzungsausrüstung. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Aber kostet auch viel. Habe ich den automatisch jetzt angelegt, den neuen? Das neue Accessoire. Jetzt habe ich es ausgerüstet, okay. Na du? Ja, lass uns doch einfach weitergehen. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Er kann Lyrium in nahezu jede Waffe oder Rüstung übertragen. Aber natürlich nehmen ausgefallenere Materialien mehr Lyrium auf als andere. Einige der Meisterschmiede in Orsama wenden diesen Prozess an. Aber mein Junge hier ist ebenso fähig wie Sie. Das stimmt doch, mein Junge. Verzauberung! Seht ihr? Verzauberung! Zumindest kann er ein Wort sagen. Aber nur den Schwurbewahrer können wir verzaubern. Okay. Versuchen wir das einfach. Es wird wahrscheinlich, wenn, dann ja Alice da tragen.
Wir haben da jetzt also eine Rune hinzugefügt. Cool. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Da ihr mir erzählt habt, dass ihr ein grauer Wächter seid, ist es wohl nur angemessen, wenn ich ebenfalls offen zu euch bin. Ich komme ursprünglich aus Orsamar, der berühmten Zwergenstadt unter dem gewaltigen Frostgipfelgebirge. Ich war dort ebenfalls Händler, aus der Händlerkaste. So etwas liegt einem im Blut, wisst ihr. Man kann es nicht einfach hinter sich lassen. Ich hatte ein ziemlich erfolgreiches Geschäft mit seltenen Artefakten. Alte Dinge, wundersame Dinge. Die Adligen haben sie geliebt. Sie haben sie an die alten, ruhmreichen Zeiten erinnert, nehme ich an. Wie gesagt, alles lief gut. Aber alles Gute muss irgendwann enden. Eines Tages kam eine Adlige in meinen Laden. Sie hat sich ein wenig umgesehen und dann angefangen, vor Entsetzen zu schreien. Sie glaubte offenbar, ein paar Armschützer in meinem Sortiment habe einst ihrem Bruder gehört. Wisst ihr, er wurde bei einem Höhleneinsturz getötet, als er gerade auf einer Expedition war, um die dunkle Brut aus einem der Tunnel nahe der Stadt zu vertreiben. Sie wurden speziell für ihn gefertigt. Sie sind einzigartig, hat sie geschrien. Er hat sie dem Leichnam meines armen Bruders gestohlen. Ich wurde natürlich sofort verhaftet. Die Adligen sind bei so etwas ziemlich empfindlich. Nun, ich hatte sie nicht gestohlen. Wisst ihr, ich hatte diese kastenlosen Strolche dafür bezahlt, sich für mich in die tiefen Wege zu wagen. Die verlorenen Teigs waren voller Dinge, die die Leute zurückgelassen hatten. Manchmal konnte man einen Schatz finden. Irgendetwas, was ein wenig Gold wert war. Genau so sehe ich das auch. Die Adlige war jedenfalls nicht besonders glücklich über den Diebstahl der Armschützer ihres Bruders. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhatten, und ich wollte es auch nicht herausfinden. Also habe ich die Wache bestochen und mich bei der erstbesten Gelegenheit zur Oberfläche davon gemacht. Ich habe niemals zurückgeblickt. Gern geschehen. Also, können mein Junge oder ich irgendetwas für euch tun? Ah, ja. In Denarim wartet eine gute Menschenfrau auf mich. Wenn sie könnte, würde sie mir einen Sohn schenken, aber es ist unwahrscheinlich, dass das jemals geschehen wird. Sandal hier habe ich vor einigen Jahren in den tiefen Wegen gefunden. Ich denke, er wurde ausgesetzt und war nie ganz richtig im Kopf. Ich habe ihn aufgenommen und mit mir an die Oberfläche genommen. Er mag vielleicht nicht von meinem Blut sein, aber ich fühle für ihn wie für meinen eigenen Sohn. Wir haben Orsamar verlassen. Das stimmt, Junge. Vielleicht werden wir es eines Tages wiedersehen. Also ich finde es irgendwie süß, aber irgendwie erinnert es mich auch an Gollum. Wenn ich mir vorstelle, der ist ja durch die Jahre lang allein durch die Tunnel gekrochen. Wie hat er überlebt? Der Meinung war ich auch immer. Wenn er nur glücklich ist, bin ich es auch. Es ist jedoch nicht so, als würde ich davon nicht auch profitieren. Es hat sich herausgestellt, dass der Junge ein Naturtalent im Umgang mit Verzauberungen ist. Vielleicht hat sogar Lyrium seinen Geist verwirrt. Um ehrlich zu sein, habe ich nie darüber nachgedacht, aber es geschieht manchmal. Wenn er genug Zeit hat, kann er jedenfalls nahezu alles mit Verzauberungen versehen. Er könnte sogar seinen eigenen Laden eröffnen, wenn er wüsste, wie. Verzauberung? Nun, zumindest scheint es ihm Freude zu machen. Nun, wir rauben die Leute nicht aus, versteht ihr? Diese Dinge stammen von niemandem, der sie noch brauchen könnte. Die Dinge in den verlorenen Teigs. Welchen Sinn hatte es, sie dort liegen zu lassen? Ich habe sie nach Orsamar zurückgebracht, wo die Leute sie ansehen und sich erinnern konnten. Hier oben ist es das Gleiche. Es gibt überall Orte, die Menschen schon längst verlassen haben. Umso mehr jetzt, wo die dunkle Brut kommt. Die Leute haben gute Gründe, vor der Verderbnis zu fliehen. Aber dabei vergessen sie ein paar Dinge. Dinge von Wert und Bedeutung. Sie lassen sie zurück, weil sie verängstigt und verzweifelt sind.
Und manchmal finden mein Junge und ich diese Orte, bevor die dunkle Brut dort eintrifft. Dann retten wir diese Dinge. Ich nehme sie mit, damit die dunkle Brut sie nicht bekommt. Ist das denn so schlimm? Diese Kreaturen vernichten alles, was sie berühren. Das sage ich mir auch. Es sind wirklich finstere Zeiten. Ausgesprochen finstere Zeiten. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die meisten Leute da irgendwie zurückkommen. Irgendwann und die Sachen vermissen. Muss ich halt sagen, ich finde es nicht schlimm, was er macht. Einige Leute sind mit Loghains Ernennung zum Regenten überhaupt nicht glücklich. Es gibt Gerüchte, er habe etwas mit dem Tod des Königs zu tun gehabt. Habt ihr schon einmal so etwas Lächerliches gehört? Niemand anderes als die dunkle Brut hat ihn getötet. Und wenn Taryn Loghain den König nicht retten konnte, hätte es niemand gekonnt. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen. Nun, dann würde ich jetzt eigentlich gern weiterreisen. Ich muss nur herausfinden, wie ich das mache. Wahrscheinlich über die Weltkarte. Also, meine Frage ist eher... Unbedingt. Also, sie nehme ich auf jeden Fall mit. In der Tat. Nehme ich mit. Nehme ich Stan wieder mit oder nehme ich lieber wieder Alistair mit? Ich weiß, dass man mit Stan zum Beispiel keine Beziehung eingehen kann. Ja. So, wo kann ich hinreisen? Nach Redcliffe. In solcher Pass. Ostgipfelgebirge. In solcher Pass kann ich zum Beispiel. Ob ich da hinten nicht hin kann, weiß ich nicht. Ich kann nur in den Turm nicht, okay. Felix, hallöchen. Ich möchte kurz gucken. Ich muss erst mal gucken, ob ich Alistair schon ausgerüstet habe, vernünftig. Ja, der Schwurbewahrer auf jeden Fall. Kommt mit. Das Schild brauche ich aber nicht. Ich habe keinen Helm für dich. Sonst habe ich aber auch alles. Erstmal. Oh. Ihr müsst verzeihen, falls ich einen nervösen Eindruck mache. Aber in diesem Teil Ferraldens gibt es nur wenige Reisende. Aber das ist natürlich Teil meines Problems, nicht wahr? Ein Irrlicht hat mein Maultier erschreckt. Daraufhin ist es weggerannt, in den Wald hinein. Was soll ich jetzt tun? Was, ein Irrlicht hat das Maultier erschreckt? Okay. Das heißt, das Maultier wird wohl schon tot sein. Nun, ja... Es war ein ziemlich harter Monat. Gestatte, dass ich mich vorstelle. Felix de Grobois, Kaufmann und Unternehmer, zu euren Diensten. Normalerweise nehme ich eine andere Route, aber wegen des Krieges hatte ich auf etwas Glück und gutes Wetter in den Bergen gehofft. Leider habe ich beides nicht bekommen. Ach, diese Reise bringt eine Katastrophe nach der anderen mit sich. Ihr würdet wohl nicht... einem anderen Reisenden ein wenig behilflich sein? Und das Schlimmste von allem, was schiefgegangen ist, war dieses Artefakt, das ich in Jada erstanden habe.
Es ist ein Kontrollstab, hat man mir gesagt, für einen Golem. Ich komme im Moment nicht dorthin, aber ihr vielleicht. Würdet ihr ihn mir abnehmen? Der Zwerg, dem ich ihn abgekauft habe, sagte, es würde einen Golem aktivieren und kontrollieren. Solange ihr ihn in der Hand haltet, macht der Golem alles, was ihr ihm sagt. Klingt doch praktisch, oder? Ihr seht aus wie jemand, der sowas brauchen könnte. Das klingt aber irgendwie eher wie so eine Sache, die sehr schief laufen wird und dass der Golem uns dann angreift. Inhalt herunterladen. Ist denn der Inhalt überhaupt da für mich? Über die Game Pass Version? Der Haken? Ja, ich vermute, da gibt es einen. So wie immer, nicht wahr? Der Haken ist, dass der Golem im Lieferumfang des Stabes nicht enthalten ist. Er steht angeblich in einem Dorf irgendwo im Süden und wartet darauf, aktiviert zu werden. Selbst wenn ich dorthin könnte, was ich nicht kann, gibt es noch ein weiteres Problem. Der Ort soll von dunkler Brut überrannt worden sein. Das ist für eine abenteuerlustige Seele wie euch doch sicher kein Problem. Zumindest hoffe ich das. Einland. Ich habe ihn von einem langjährigen Geschäftspartner gekauft. Er wollte nicht nach Ferelden kommen, angesichts unserer zahlreichen Probleme. Er sagte, er hätte ihn vom Vorbesitzer des Golems. Aber offen gestanden habe ich keine Ahnung, ob er wirklich funktioniert. Also, ich würde ihn euch spottbillig überlassen. Für weniger, als ich selbst bezahlt habe. Das nenne ich ein Schnäppchen, oder etwa nicht? Wirklich? Wir werden uns bestimmt auf etwas Vernünftiges einigen. Okay, dann geht das nicht. Ich wollte es einfach mal testen. Ist das mit dem Soldierpass aber jetzt wirklich nur für die Quest, für Sachen, die man herunterladen kann? Ja, okay, das war natürlich ungünstig. Lass uns mal nach Redcliffe gehen, das ist jetzt ja recht nah. Oder das Frostgipfelgebirge, wo ja eigentlich die Wachen vom Earl unterwegs sein sollen. Ich sehe sie. Dunkle Brut. Wird erledigt. Die Fallen am Boden waren ja gemein. Und erinnern mich tatsächlich an Drakensang. Direkt vor uns. Ja, ich sehe sie. Versuch mal nicht reinzulaufen. Gut, aber die Gegner hatten jetzt nicht wirklich eine Chance. Das ist also das Frostgipfelgebirge. Tatsächlich mal spielbar. Nun, ich würde aber sagen, wir beenden die Folge heute hier. Und was uns im Frostgipfelgebirge erwartet, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, bye.